viele Leute, die das schon mal, die schon mal das Gesicht gesehen haben, den Körper, die Uniform, aber wahrscheinlich nicht die Filme. Man kann sagen, glücklich sind diese. Ich freue mich. Ich mache es heute ein bisschen länger, weil ich habe das Programm geändert. Also es kommt was anderes, als ich gedacht habe. Und deswegen muss der Wolfi noch die Spulen wechseln. Naja, um es kurz zu machen, es kommt zuerst der Harrensfilm und danach kommt das dicke Ende. Der Harrensfilm ist auch toll, aber dazu komme ich später. Ich sage jetzt noch ein bisschen was zu Ilsa. Also Ilsa ist eine kanadisch-amerikanische Co-Produktion gewesen. Da sind zwei kanadische Produzenten an David Friedman herangetreten. Der ist gestorben vor ein paar Wochen, was ich schade finde, weil es gab keinen anderen Menschen, der so unglaublich lustig und kenntnisreich über das weite, häufig hässliche und steinige Gebiet des Exploitation-Films reflektieren konnte, obwohl er selber also knietief drin steckte. Dieser Mann hat also Besuch aus Kanada bekommen. Die haben ihm ein Exposé vorgelegt und da stand eben drin, es soll so ein Nazi-Film werden mit Sex und Folter. Also ein richtig dickes Ding. Er hat gesagt, klar, da mache ich mit. Und er war ja unverdächtig mit dem Namen Friedman. Die anderen waren auch. Und außerdem ist das Amerika. Die gibt es hier auch, aber in Amerika ist das ganz normal. Reagan.